Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls Online. Es sind noch vier Dings hier, vier Himmelsscherben übrig, im westlichen Himmelsrand. Im leider geteilten Himmelsrand. Das können wir doch besser so machen, ne? Hä? Ach so. Ich habe übrigens eine Umdekorierung vorgenommen. Ab nach unten. So, und ich werde jetzt leider zur Musik einführen. Für jedes Mal so eine stille Ladezone gibt es andere Musik. Ich glaube, das habe ich schon mal versucht, da irgendwie hinzukommen. Und es irgendwie nicht geschafft. Lichtlose Tiefe. Dafür, dass es lichtlos ist, ist es ganz schön hell. Oh, pff. Ich glaube, wir können das wirklich gut. In der Luft schweben? Ja. Das kann nur ich. Habe ich das eingenommen? Warum ist die Taste R? Irgendwo anders war das F. Oh nein, mein Speicherplatz ist voll. Dabei habe ich doch noch ein paar Gigabyte. Glänzender Stahl! Glänzender Stahl! Das durchdringt meine Feinde. Wo komme ich jetzt? Wie komme ich jetzt? Ist das da oben? Ist das unten? Kein höher, kein tiefer, nichts. Jetzt ist es links auf einmal. Die Minimap ist total verwirrt, ne? Hä? Das habe ich jetzt aber nicht gesucht. Stimmt, da war ja was. Ich wollte die Dinger sammeln, ne? Irgendwann. Ja, ich glaube, das mache ich offscreen. Das mache ich ohne euch, habe ich schon mal gesagt. Okay, da ist die nächste. Da findet man jetzt einfach diese Panflöte. Auch nicht schlecht. Der nächste Fund für euer Bündel. Bündel. Hässlichen AE. Holz. Ich muss mal rechts ein paar Fenster minimieren. Ich habe drei verschiedene Bewegtbilder gerade auf der rechten Seite. Das stört. So, das poppen wir mal aus. Gehen mal auf die normale Karte, die sich immer gut bewährt hat. Und den anderen Kram, den lasse ich unten. So ist das besser.
Alles andere interessiert mich nicht. Habe ich das andere Programm auf? Ne, das ist aus. Das sollte kein Problem darstellen. Nicht bei diesem Spiel. So, teleportieren wir uns oder nicht? Es ist natürlich wieder original in der Mitte, aber ich weiß nicht, was hier ist. Ob das jetzt eine Grenze ist, ob ich da hoch müsste. Also, teleportieren wir uns. Oh, beinahe. Beinahe hätte ich auf Play gedrückt, Leute. Es war knapp. Es war eine Sekunde dazwischen. Ich war ja nicht gerade gründlich beim Erkunden von dem Gebiet hier, um die ganzen Himmelsscherben noch mitzunehmen. Was ist das denn? Ingrids Anweisung. Neues Buch entdeckt. Redas Bergbauproben? What? Höchste Zeit, dass ihr das Schürfen lernt. Geht in die Bereiche, die wir besprochen haben, wenn ihr etwas findet, was vielversprechend aussieht. Nehmt ihr ein paar Proben. Bringt sie dann zu mir nach Dämmerdorf. Vergesst aber nicht, woher ihr die Probe habt. Ein Bonus für jeden, der eine gute Schicht findet. Mit etwas Glück könnt ihr euch bald von hier freikaufen. Jetzt proben. Da kümmern wir uns gleich drum. Wie heißt die Quest? Redas Überlagerung oder so, ne? Schauen wir uns gleich mal an. Bleibt, der sich uns entgegenstellt. Das stimmt. Alle sterben, die sich mir entgegenstellen. Und mir feindlich gesinnt sind. Au! Wurde gerade irgendwie getroffen? Schaden gekriegt. Da muss man aber lang durchlaufen. Auf die andere Seite zu kommen. Es noch zwei. So, aber wir haben jetzt eine Quest bekommen. Die befindet sich nicht hier. Meint, ich schaff das? Nein. Au. Oh, mein Harry ist auch aus. Das ist ganz, ganz böse. Ich habe auch so wenig Leben. Haben die irgendwas resettet? Nö. Sieht alles normal aus. Habe ich immer nur 32 gehabt? Nö, das ist auch normal. Okay, dann... Port. Ganz, ganz fatal, wenn man hier ohne Buff-Foot rumrennt. Ha, das könnte hilfreich sein. Ja.
Irgendwann. Und das kann dauern. Nehmen wir uns mal auch die ganzen Raids mit hier. Was haltet ihr von Süßigkeiten zur Feier des Tages? Immer sehr gern. Her damit. Er hat sich die Tür gerade bewegt. Komm hier nicht hoch. Das ist ja doch oben. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist ganz woanders. Na, das ist spannend. Okay, dann suchen wir uns den nächsten Wegschrein. Das ist da in der Richtung. Schauen wir mal. Ich glaube, das einfach nur abgeben. Sobald ich hier fertig bin, gehe ich auch wieder zurück nach Summer's End. Das wollt ihr nicht tun. Lebensmüde Ratte. Hä, warum bin ich jetzt wieder da? Ich war doch gerade hier. Ach du dämliches Spiel, ey. Du hättest doch gerade sagen können, ich war, dass es da unten ist. Was soll denn der Scheiß? Ey, verarschen kann ich mich auch selbst. Jetzt sterbe ich wegen dem Spiel hier noch. Ey, das ist ja toll. Oh, jetzt hänge ich auch noch fest. Das ist super. Ich habe gerade geguckt. Ey, das ist da unten. Das Spiel sagt so, hey, da musst du hin. Ja, genau da. Hab geguckt, oben. Oben hier. Hier ist nichts. Okay, da muss es ja da unten sein. Aber das Spiel hat gesagt, ne, das ist da. Gehe ich mit dem Fahrstuhl hoch. Sagt das Spiel, es ist hier. Geh da hin. Dann ist es ein Eingang nach unten in die Schwarzweite. Und dann ist es einfach mal da unten. Was ist das für ein Scheiß, ey? Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich schon dreimal hinporten können. Ah. Dumm gelöst, wirklich. Das waren bestimmt... bestimmt 5 Minuten verschossen. Mit dem Laufweg. Ich bin schon gespannt, was ihr daraus wohl macht.
Alter, gib mir die Rohstoffe. Dieses Beben und Wackeln, ich habe gehört, das war eine Art Vampirritual in den nördlichen Höhlen. Das war's! Sobald ich hier verschwinden kann, werde ich das auch tun. Ah, der ist schon wieder, ja klar. Den kennen wir doch. Ihr schon wieder? Habt ihr es auf mich abgesehen oder was? Ich habe einen toten Argonier gefunden. Er hatte eine Notiz von euch und Erzproben dabei. Rela ist tot? Bei Ismirs Eingeweihten. Er war ein guter Arbeiter, auch wenn er eine Echse war. Ich dachte, er würde mal eine Pause beim Erzsuchen machen, ein paar alte Schulden von sich abbezahlen. Pech für ihn. Ich nehme die Proben der Echse und bezahle euch für euren Ärger. Gut genug. Man könnte meinen, die Echse... Ich meine, Rela wäre nicht umsonst gestorben. Dieser Satz Proben sieht vielversprechend aus. Hier ist euer Gold. Hoffentlich findet ihr nicht noch mehr von meinen Minenarbeitern. Geht weiter, Kameradin. Keine Zeit für sinnloses Geplauder. Genau. So, denn wir haben noch was zu tun hier. Ich spiel einfach rein, so. Okay, aber das ist jetzt draußen. Das heißt natürlich, ich darf da wieder porten. Ich wollte noch in der nächsten Folge gerne nach Sommersend zurück. Ah, ist der falsche Weg. Ich weiß, dass ich den schon mal gegangen bin und dann kam ich nicht hoch. Wie das Spiel, ey. So, dahin. Oh. Vielleicht wäre... Das bei dem Charakter auch nicht so schlecht. Was ist denn gerade mit dem Nebel los hier? Seht ihr das auch? Oh, schön. Was habt ihr gefunden? Giftpilze. Aber sehe ich richtig, haben sie Watteschrank rausgenommen? Ach ne, das war Marker, das war ja falsches Gebiet. Wo ist denn das jetzt? Da oben. Links. Okay. Oh, das ist ja scheiße. Schön, mal nicht zu Fuß gehen zu müssen.
Quatsch. Müssen wir einmal quer durch. Durch das Marschland her. Ja, leg noch mehr Gegner in meinen Weg, bitte. Jetzt bleibt das Spiel kurz stehen. Ist auch gut. Pff. Oh, das war jetzt die Hälfte des Weges. Ja, der ist so weit weg, da geht gar kein Mensch hin. Da, wo das ist. Warum ist da... Ach so. Und dann wird man umgebracht. Ja, das ist ja noch geiler. Eiskaltes Wasser. Das waren Blutdeckel, die mich angegriffen haben. Ach, das Spiel ist ja auch so dumm und sagt mir nicht, dass das das ist. Oh. Und los geht es. Anstatt dass sie das Symbol dahin zeigen. Ah, da muss ich hin. So, schnell rüber. Ach, diese UI-Fehler, die tauchen irgendwie häufiger auf jetzt. Müssen wir mal gucken, ob die Mods Aktualisierung erfahren haben. Ich glaube, wir können das wirklich gut. Ja, bestimmt. Cool, er wurde schon mal angegriffen. Wieso stand er da mit halben Lebenspunkten? Stimmt. Ich wusste nicht, wie ich da hinkam. Ich glaube, ich weiß, dass von dort oder links, dann bin ich... Müsste das eigentlich nach... Ne. Sieht alles andere aus, nach oben aus.
Gunbun ist auch wieder weg gewesen. Weil ich gerade eben da gestorben bin. Warum schreist du so? Ja, ich muss... Wie komme ich da hin? Eventuell darüber... Eine Möglichkeit? Gibt es hier etwa einen Weg? Oh, fast. Oh, fast. Das versucht ein anderer auch. Okay, das ist schon mal nicht der Weg, der da hinführt. Das ist auch so scheiße versteckt, das Ding. Der einzige Weg führt über diesen Berg. So, also gucken wir uns mal den Berg an. Der geht hier rüber. Ungefähr. Ob ich hier richtig bin. Ja, ein bisschen mehr aus. Oh, das könnte der Weg sein. Ja, das ist er. Das ist der Aufstieg, den ich gesucht habe. So, sehr gut. Haben wir es auch erledigt. Damit habe ich alle Himmelsscherben aus westliches Himmelsrand. So, dann sind wir jetzt auch komplett vollständig. Aber das Reich hat ich mit dem Charakter noch nie gemacht. Ist ja spannend. Kartwassen, die Festung. Warte, der Schrein ist aber immer noch da drin. Das haben sie nicht rausgenommen. Okay. Gut, kann ich mich schon porten oder kostet das noch zu viel? Nee, das geht schon. Sehr gut. Das Gebietsleitfaden von Sommersand können wir auch schon mal anklicken. Und der führt uns in das Gebiet. Sehr gut. Dann porten wir uns mal. Daumen hin. Ja, klar. Jetzt noch den UI-Fehler und ich kann nicht aus dem Bildschirm klicken. Das ist doch Wahnsinn. Ob sich das noch beruhigt? Ich glaube nicht mehr. Gut. Ich nutze die Chance. Die Folge ist beendet. Vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst. Ciao, ciao.